Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Berseria. So, wir sind wieder unterhalb der Villa in den Katakomben. Prinz Parzival und das kleine Mädchen wurden letzte Folge entführt von diesen Malaks, weil sie noch ja, emotionale Regungen gezeigt haben, während der Rest der Stadt und im Hafen durch Innominat unterdrückt wurde und quasi zu willenlosen Zombies gemacht wurde. Ja, und ob wir die beiden jetzt noch irgendwie retten können, bevor es zu spät ist, das werden wir jetzt erfahren. So, wir sind in der Villa angekommen. Ah, cool, guck mal, jetzt können wir auch in der Villa hovern. Das ist ja nice. 9 Talismünzen, okay, okay, okay. Gut. Hovern, das letzte Mal habe ich mich hier verlaufen und bin einmal zu viel im Kreis gefahren. Ich würde sagen, wir gehen direkt erstmal wieder hier rein, da wo auch das letzte Mal der wichtige Punkt war. So, ich werde hier erstmal wieder ein paar Spielstände noch löschen. Ich hoffe, ihr hört übrigens nicht zu laut irgendwelche Geräusche von draußen. Wir haben es momentan so warm, dass ich meistens das Fenster aufmachen muss, damit es hier nicht total stickig drin wird im Zimmer. So. Ja, das sind die Aufnahmefreuden des Sommers. Ich merke tatsächlich auch die neue Grafikkarte. Also, es klingt jetzt blöd, aber mit der Grafikkarte ist es viel wärmer als vorher. Ah, tja, im Winter spare ich mir definitiv die Heizkosten. Hat auch was für sich. So. Hier sind wir das letzte Mal gar nicht hingekommen, aber ich denke, dass wir hier richtig sein dürften. Doch, warte mal, klar, natürlich, hier war der Greif. Dann passt das womöglich wirklich mit Prinz Parzival. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Ja, wir sind richtig. My mind is... A channeling circle! He's eating their will directly! Sind drei dieser Valkyren-ähnlichen Malaks, die müssen wir definitiv platt machen, bevor es zu spät ist und Parzival und dem Mädchen ihre letzten, ja, ihr eigener Wille geraubt wird. Das ist echt wieder hier die Kirche und die perfekte Ordnung. Ja, ja. So, mir fehlt schon wieder ein SG. Ich musste hier richtig... Ah, ich muss noch mal jemanden betäuben. Aber das ist halt immer lackabhängig, ob das klappt. Ich nutze ja eigentlich schon fast immer irgendwelche Attacken, mit denen ich die Gegner betäuben. Ah, ha. Immer schön von hinten. Dann können sie nicht reagieren und in Shootern macht man das immer nicht. Das ist unfair. Okay, ich mache es auch in Shootern. So, ich gebe es zu. Ich bin ein böser Mensch. So. Ja, das läuft doch eigentlich ganz gut hier. Also so riesengroße Schwierigkeiten machen uns diese Malaks schon mal nicht. Ja, es ist natürlich, wenn die sich hier ihre großen Flügel vors Gesicht halten, dann wehren die natürlich alles ab. Wo haben wir den Schaden herbekommen? What the hell? Das ist mir gar nicht aufgefallen hier. Pfirsich-Chili, da habe ich noch so viel von. Oh, Pfirsich, ne? Das war jetzt ungünstig, weil jetzt habe ich nämlich genau in dem Augenblick bin ich nicht ausgewichen hier. Diese Teile, die sind richtig übel, diese Strahlen. Ja, die sind richtig übel. Problem ist halt, wenn ich irgendwo drin feststecke, in irgendeiner Animation in Anführungsstrichen feststecke, dann habe ich das Problem, dass ich da nicht mehr schnell genug ausweichen kann. So, ich muss hier hinten diese SG holen. Das ist sehr wichtig. Die Frage ist jetzt, kann ich auch irgendwo Lebenstränke kaufen? Vielleicht dann entsprechend für viel Geld. So wie ich das Gelee auch kaufen kann. Weil ich habe jetzt die letzten Kämpfe, habe ich gar nicht schon viele Lebenstränke verbraucht. Und das wäre natürlich extrem ungünstig, wenn ich jetzt die nächsten Kämpfe, die ja eigentlich tendenziell immer schwerer werden sollten, alle ohne Lebenstränke bestreiten müsste. Deswegen wäre das ganz cool, wenn ich die auch noch irgendwo kaufen könnte. Aber das weiß ich nicht, ob das geht. Ah.
Habe ich am Anfang noch gesagt, das geht eigentlich ganz gut hier. Und jetzt bin ich dann zweimal daran gestorben an den Angriffen. Weil ich gefailt habe mit dem Ausweichen. Ja, es war in Spielen noch nie gut, ein Movement-Günther zu sein. So. Die haben wir jetzt auch. Ach, das war die letzte. Prinz Percival, are you all right? Yes, thank you. Well, I know I can still feel scared out of my wits at least. It's all right now. We'll help you find your mommy, and then Mommy was executed. They killed her because she stole food to give to me. But that's okay. They had to. Mommy was acting against reason. So this is the true face of their suppression. Yes, this is the ideal world sought by Shepherd Artorias. As long as malevolence gave rise to demons, this was the only way. That's why the Kingdom of Midgan consented to his plan. But I will never consent. Wie kann man denn da nur zustimmen? Egal wie die Gegebenheiten drumherum sind, das ist immer falsch. A world without sadness, but also without joy. A world without hate, but also without love. You suppose the whole world's like this now? No. Even this close to the Empyrean's throne, some here have held on to their free will. Still, we don't have much time. Right. I can feel Enominat's domain spreading even now. It's incomplete, but it's quickly growing stronger. Even we might be suppressed if this keeps up, and then it'll be reason o'clock all day long. Prince, Griffin is doing well. Good. That's good. I'm happy. Truly. Until now, I thought I was just a tool to serve my country. But when my feelings were being torn from me, I felt myself want something. No, I thought. I don't want this. I don't want to lose who I am. I understand the true horror of this ideal world now. I know it's selfish to put this burden on you, but I beg you, stop all this. Stop Shepherd Artorias. You said something to me once. A bird that cannot fly is no bird at all. And now I say this to you. People stripped of their feelings can never truly be alive. Yeah, that's how I used to be. We're going to defeat Artorias. We're going to make this world one where we can be ourselves. We're doing it for us, not for you. You've changed, haven't you? You really have. You used to be a sword wielded by your own hatred. But now, you're in control. You're the one who swings the blade. Even if I still don't know when to sheath it. Don't worry. When danger comes, I'll be there to protect you. My, I'm jealous. It must be nice to have a reliable young man like that by your side. It certainly is. Our Fee's a gallant soul. Aizen. About Captain Eyfried. I dealt with him. But the Abbey, they stomped all over Eyfried's pride to achieve this suppression of theirs. With these hands, I will destroy them. Then I'm going to be selfish too. And as just another flawed human being, I will offer a humble prayer that you succeed. Well, I'm pumped.
Who wants to go cut our way into this throne of theirs? We can't just barge in, Sword for Brains. We gotta prepare. We stick to the plan. Wake up the four Empyreans and take Enominat's domain away from him. Artorias said the ceremony wouldn't be complete until the Scarlet Knight. Will they complete the ceremony first, or will we awaken the Empyreans? It's a gamble. Well, moping won't get us anywhere. Let's head to Mount Killerhouse. Right. It's time to suppress the suppression. Oh, wieder ein epischer Augenblick. Also ich fand es zumindest episch. Ja, müssen wir jetzt über die Van Eltia dahin? Kehre zurück nach Hellavis. Ja, das heißt, wir müssen erstmal genau... Ja, erstmal zum Hafen zurück. Gut, Ach, es ist schön, irgendwie... Ja, es ist wie Prince Percival... Oh, ich bin schon wieder still. Eleanor, did the Exorcists know about this when they agreed to help Artorias? They couldn't have. The Exorcist I know fought for a world where people could live their lives in happiness and peace. But then how do you explain the fact that the Exorcists seem to accept what's going on? Maybe that was just what I wanted to believe. It could be that Enominat's suppression is also affecting the Exorcists. You mean, Enominat might have taken control of their will and made them his tools? Completely believable. Exorcists are too hard-headed to be open to much persuasion. If I stayed with the Abbey, I might have accepted this world too. Thank you, Lafayette. It's your strength that protects my heart from wavering. You really think so? Of course I do. Have a little more self-confidence. Guess it's a good thing I captured you then. That's true. I owe you my gratitude as well. Thank you. Seriously? Quite. To be able to express what's in my heart is a wonderful thing. You still drive me mad. But I can't disagree there. Even when not yet fully awakened, Enominat can extend his reach to the entire world. The other towns are probably in the same sorry state as the ones we've seen, or perhaps even worse. Mogilu, is there some art that can awaken Malakim? What do you mean? Well, if I could just use the flames of purification properly... Even if you could alter reality with that power, you'd end up destroying yourself in the process. Do you want to awaken that badly? I need more power. For Velvet's sake? For her too, but I hate what the Abbey is doing. It's just wrong. This world of theirs is without any joy. I just... want to do everything I can to stop them. This is what I want, with my own free will. And I know of no such art. And even if I did, it wouldn't help you. Huh? You've already found strength in your heart. There's no magic that can make that stronger. What you need is to be ready and determined, and to be brave. I guess you're right. Thanks, Mogilu. No thanks necessary. 100 gold will cover it. You want me to pay you? Hey, good advice isn't free. What do I look like, a sidewalk psychiatrist? I'm a witch. She always has to be so difficult. Ja, das wird sich wohl auch nie ändern. Unsere Mogilu bleibt einfach unsere Mogilu. Ja, aber Velvet hat sich geändert. Velvet ist definitiv, wie die anderen auch schon sagten, sie ist einfach kontrollierter geworden. Sie ist, ja, von ihrer ganzen Art. Klar, der Hass prägt sie. Der Hass ist das, was sie nach wie vor antreibt. Und ihr helfen wird, ihr Ziel zu erreichen. Aber wenn wir mal gucken, wie sie am Anfang war, wie die Gruppe jetzt ist, hat man mehr das Gefühl, dass sie immer mehr und mehr zu, ja, einem Team, zu Freunden zusammenwachsen. So. Aber jetzt wollen wir schauen, sind wir im Hafen, dass wir schnellstmöglich hier wegkommen und uns auf Richtung Mount Killerhouse machen. Also Richtung des Vulkans, denn uns bleibt nicht mehr viel Zeit. So. Ich habe mir nur auf die Zähne gebissen und mich zusammengenommen. Nicht nur.
Die Mannschaft ist in eine große Schlägerei hineingeraten, aber sie haben nur ein paar Schrammen und blaue Flecke. Ja gut, Hellawies, da müssen wir hin. Oh, good. It seems you're both still here inside me, then. It is not as though we desired these circumstances. We're only here because you ate us. I'll make no apologies. You wish to sacrifice us to the four elemental Empyreans, is that it? Yes. I won't apologize for that, either. It matters not. Your sins are nothing a mere apology could ever absolve. I know. At least you're aware of how selfish you are. Good for you, then. Remember this well, Lord of Calamity. No matter how many times I am reborn, I will act the same. As will I. And I as well. Did you say something? Just dreaming is all. But I know now how deep my sins run. Velvet, there's something I've wanted to talk to you about. It's about the Therians. And about Lafayette. Let me guess. The link between us and Enominat. Yes. There's no way of knowing what will happen until we actually try, but... You don't have to worry about me. I said it before. Best just to blame all the wickedness of the world on the Lord of Calamity. Don't you try to shoulder all of this yourself! We exorcists are just as much at fault for letting things come to this. So let me ponder what to do about Kamoana and the rest. But you need to think about Lafayette. There, I've said my piece. I don't know which of us is more stubborn. Still, I've got to face the truth. I've got to tell him. So, weiter geht's zum Sexonhafen. Oh, good. This place hasn't been suppressed yet. We're unloading. Give me a hand, will ya? Hey, you listening? Sorry. Something just feels weird. Like there's something tugging at my thoughts. Yeah, I've been hearing a lot of that lately. But pull yourself together. Yeesh! Yet being the operative term here. We'd better get a move on. Benwick. Don't leave Kamoana or Medissa's domain, got it? The Therians are part of Enominat. They should be able to resist suppression to some extent. Aye, aye. You watch yourself too, First Mate. Mount Killerouse is at the northern edge of Northgand. Bit of a trek. It'd be nice if we could resupply along the way. There's a town, Mercio, near the foot of the volcano. It faces the sea. But the currents lately have been too strong to approach it by water. However, the land route should still be clear. The whole continent has been getting colder of late, not just Northgand. Colder? Could it have something to do with Enominat? Or maybe it's because the elemental Empyreans are asleep? Both sound possible. But think too hard about the cold, and it'll give you the shivers. Yeah, but even so... Whatever the case, our course remains the same. We'll head to Mercio and work from there. Okay, dann auf Richtung Mercio. My son came home from the capital and said he'd take over the family fishing business. That was always my dream. But is it really best for the world? For him to waste his talents on such a primitive activity? Dad, what are you saying? I thought we talked about this.
You should use your education to help the country and people all across the world. That is the way of reason. That guy is acting really oddly. Wait, we talked about this? Yeah, you agreed that I should use my knowledge to advance fishing technology and stabilize the world's food supply. Remember? Oh. Yes, that's right. Shape up, Dad. What's the problem? Drinking too much? Just a nightcap before bed. If you need some rest, I'll take the boat out myself today. That'd be the day. Like I'd put you in charge. You're not ready to take the boat out by yourself. An ill-fated fisherman's fortune. His memories are muddied. But is it divine will that dulls his wits, or drink? A sailor who can't handle his drink is just as shameful as one who gets seasick. Das ist jetzt aber für uns momentan erstmal unerheblich. Hier sind auch noch zwei Ausrufezeichen, zwei Punkte, die interessant sein könnten. Daddy, we're having a long-armed crab hot pot party when you come home tonight. As the world gets colder, the long-armed crab's habitat expands. Do your best out there today. If the crabs breed too quickly, it will affect the fish. Hey, that guy is... Daddy? You're acting weird. Oh, sorry about that. My mind just wandered away from me there for a second. If you do that on your boat, you'll fall into the sea. Yeah, that's right. I'll be careful. Good luck out there! That boy's father, he was acting strangely. The suppression is starting to affect people out here, too. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben auch schon erste Auswirkungen der Unterdrückung. We opened our arms and welcomed that vagabond into our town. But despite our kindness, he robbed us, started fights, caused trouble. Then he stole a boat and escaped. But I was the one that let him go. I'm guilty too. We have to be strict with criminals. Rogues always seem to drift into Helavis, don't they? Huh? Were we talking about something? Wait, did you forget what you just said? Yeah, I hope I didn't say anything strange. We were talking about how nice of a guy you were. Huh? Don't be so hard on yourself, okay? Huh? Oh je, die sind ja schon komplett neben der Kappe. So, wo ist hier der Baum? Ist der oben drauf? Ja, der ist oben drauf. Ah, wie kamen wir denn da nochmal hin? Wie kamen wir denn da nochmal hin? Hier einmal außen rum, ne? Genau, so, das machen wir jetzt noch. Den holen wir uns noch. Dann hoffe ich einfach mal, dass wir... Ah, nee, außen werden wir noch nicht hovern können, denke ich mal fast. Wobei das natürlich sehr, sehr angenehm wäre, wenn das wirklich so eine ultralange Reise sein soll. Können wir hier runterspringen? Nein, können wir nicht. Das ist schade. Die nehme ich noch wieder mit. So. Einmal runterspringen. So. Was, hier komme ich nicht durch? Okay, da muss ich wohl wieder zurück. Ja, wenn am Fuß von dem Vulkan, wenn da noch ein Städtchen ist, dann müssen wir uns ja hier noch nicht mit irgendwelchen Vorräten eindecken. Dann hat das ja noch Zeit, bis wir in dem anderen Ort angekommen sind. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Das war was mit M, aber... Ich fand den Namen recht gewöhnungsbedürftig. Durchaus hübsch, aber gewöhnungsbedürftig. Okay, ja. Auf zum Ausgang hier. Die Expedition ist zurück. So lange nehme ich schon auf. Oh weia. Ja, Tim! It's even colder here than last time. You're right. It was merely freezing before. Now it goes straight to the bone. Allow me to warm. Not Nessa. Oh, the sneezes are going around? What? Achoo! So cold. If it's this bad here, I dread to think of what the Guyberg ice field is like. The tundra past Mount Killer House? Is it really that cold? I've stayed up in the mountains many times for my training. With all the snow, I imagine it'd be pretty rough for a normal human. Why are you sneezing all of a sudden?
Demons aren't supposed to feel cold. Nah, a snowflake just flew up my nose and... Achoo! You're sneezing too. My hair was blowing around and tickled my nose. But according to the old book I read, it isn't supposed to snow much around Guyberg. Because of lava from the volcano and the Earth's natural heat. I bet the book calls it Guyberg Plains, too. Yeah, it says Mount Killerhouse was highly active, and the area used to be famous for its hot springs. But now it's... What? Why are you all staring? They're all expecting you to sneeze, I think. Everyone else is doing it! Now give us a good show! Ah. Sorry, everyone. No sneezes here. I'll practice for next time. Ah, good grief. Oh je. Yeah. Wenn der Kleine nicht niesen kann, dann kann er halt nicht niesen. So, geht's hier raus? Sind wir hier richtig? Ich nehme es doch mal fast an. So. Aber ihr Lieben, für heute würde ich mich verabschieden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Dann gucken wir mal, ob wir dann im nächsten Ort ankommen und wie es dort aussieht. Das ist ja was ganz, ganz Neues, was wir noch gar nicht kennen. Und vor allen Dingen auch, wie es weitergeht. Also dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!